Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei meinem aktuellen Let's Build von Fit and Swim. Ja, ich war teilweise wirklich, wirklich baff, muss ich sagen. Ich meine, ich habe mir alle Kommentare durchgelesen, die ihr mir unter meinem letzten Video hinterlassen habt. Ich hatte ja gefragt gehabt, wie ihr auf meinen Kanal gestoßen seid, was euch am besten bei mir gefällt. Warum ihr mich abonniert habt und ja, den ganzen Kladderadatsch. Und ja, was ihr da so geschrieben habt, das fand ich wirklich schön und vor allem motivierend. Und ja, hab mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Jedes einzelne Kommentar. Und vor allem, dass es jetzt teilweise nicht mehr Einzeiler waren, sondern ich teilweise ausklappen musste, um alles lesen zu können. Also ich meine, ich verfolge ja viele YouTuber und es kommt wirklich selten vor, dass gerade wirklich in so einem großen Ausmaß wirklich Kommentare geschrieben werden, die wirklich, ja, wirklich lang sind. Und weiß nicht, ich fühle mich da irgendwo geehrt, dass man sich wirklich so viel Zeit dann für den einen nimmt und da wirklich mal, ja, Tacheles redet, wa? Jo, schön, so, weiter geht's. Und zwar gab's wirklich einige Fragen und auch, Vorschläge für Gesprächsstoff und so weiter und so fort, jetzt für die kommenden Folgen. Was jetzt aber nicht heißt, dass ihr, beziehungsweise ihr dürft ruhig wieder hier unter das Video in die Kommentare weitere Fragen und Themenvorschläge für die nächsten Folgen gerne posten. Denn jetzt sind zwar ein paar da, aber wie gesagt, die Serie geht dann ein paar Folgen und da wird immer wieder was an Gesprächsstoff, an Fragen und so weiter gebraucht und wäre euch sehr dankbar, wenn ihr dann da wieder was runter posten würdet. Jo, würde ich mal sagen, legen wir los. Die Chrissy, Chrissy Horan, hatte geschrieben gehabt und mir auch ein paar Fragen gestellt. Und zwar, erstens, welche Dinge kannst du so gar nicht leiden? Uiuiuiui. Fällt mir ganz spontan ein, wenn ich in einen Bus einsteige, beziehungsweise in die Bahn einsteige, dass es da immer wieder Leute gibt, die einen nicht mal aussteigen lassen und direkt in den, direkt in den Wagen reinströmen müssen. Nur um schnell einen Sitzplatz zu bekommen. Das kotzt so dermaßen an. Oder auch wenn ich aus der Bahn aussteige. Ich meine, ich sollte doch irgendwo das Recht haben, wirklich in Ruhe aussteigen zu dürfen, ohne von irgendwelchen Hampelmännern irgendwie von links und rechts umgebasht zu werden, umgeboxt zu werden. Hatte da nämlich allerdings, eine Situation hatte ich da mal. Da wollte ich aussteigen und, ja, ich kam nicht wirklich dazu, denn ich wurde in der Tat wieder nach hinten geschoben und das fand ich dann nicht so toll und ich weiß nicht, kennt ihr solche Situationen auch? Schreibt es mir ganz gerne mal in die Kommentare. Zweitens, ich habe doch ein paar Sachen, die ich nicht leiden kann. Warte. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute Scheiße verbockt haben. Ich weiß, dass sie Scheiße verbockt haben. Sie es auch wissen, dass sie Scheiße verbockt haben, aber sagen nicht, sie waren es nicht. Kennt ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich meine, solche Fälle, die habe ich mir schon oft gehabt. Und vor allem bin ich gebe es zu, hin und wieder bin ich auch so ein Kandidat und kann auch so sagen, nee, war ich nicht. Sowas, ja, gibt's in der Tat. Egal, machen wir erstmal weiter mit dem zweiten Punkt. Hattest du in deiner Kindheit ein Lieblingskuscheltier? Wenn ja, welches war es und hast du es immer noch? Ja, es gab meinen kleinen gelben Teddy. Das war so ein, ja, recht weicher Teddy, so ein mit, mit hier so Zeugs gefüllt. Ein bisschen härtere Wolle, sag ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Ein rosanes, ein blaues Ohr. Eine kleine, Gott, ich kann mich gar nicht mal daran erinnern, wie das Ding komplett aussah. Das Ding war nachher so zerfleddert und gepflegt. Das Ding hat neue Augen gekriegt von meiner Oma damals. Hat diverse Bauchflicken gehabt und hier hing der Arsch offen. Und ja, das war wirklich mein Lieblingskuscheltier. Das habe ich auch, ich glaube, zur Taufe bekommen damals. Ich sag mal so. Wir sind damals, gut, ich selbst erinnere mich da nicht mehr so dran, aber wir sind nach Heide damals gefahren von Husum aus, zu meinem Patenonkel. Und meine Mutter hat vergessen, den Teddy einzustecken. So, ich habe damals
Ich habe nicht geschlafen, ich habe geschrien, ich habe geheult, bis sie endlich nach Husum gefahren ist, um diesen Teddy zu holen. Und da ist sie halt eine halbe Stunde nach Husum gefahren, eine halbe Stunde wieder zurück, nur um mir den Teddy zu bringen. Und dann hat der kleine Passi seelenruhig geschlafen. Allerdings weiß ich jetzt leider nicht, wo dieser Teddy ist. Er ist irgendwie mal beim Umzug oder so verschütt gegangen. Ich glaube, beim Umzug von Husum nach Hamburg. Was ich auch schade finde, weil ich hätte den Teddy gerne aufbewahrt und dem eventuell dann mit einer kleinen Generalüberholung dann vielleicht später meinem eigenen Kind zu schenken. Aber was soll's. Vielleicht, wer weiß, was das Schicksal so mit sich bringt. Vielleicht lässt er sich irgendwo noch auffinden, aber ich bezweifle es. Drittens, was war in der Schule dein Lieblings- und Hassfach? In der Schule habe ich eigentlich doch recht gerne den Deutschunterricht verfolgt und hier und da auch ganz gerne Geschichte. Auch wenn ich jetzt so im Nachhinein sage, ich hätte aus meinen diversen Arbeiten oder so, ich hätte da mehr rausholen können. Aber ne, jeder hat ja damals mal so, gerade so in der Teenager-Pubertätszeit, aber keine Lustphase. Das bereue ich heute schon so ein bisschen, ja. Ich hätte da gerade was so schulisch angeht, damals wirklich so in dieser Phase wirklich mehr gemacht. Weil heute merkt man, gerade jetzt so mit 27 merkt man, was man hätte alles, ne, besser machen können und so weiter und so fort. Aber neben Deutsch, ja, Rockmusik, das war damals ein Wahlfach bei mir in der Schule. Da saß ich immer am Schlagzeug und ja, hatte natürlich so eine kleine Schulband gehabt. Und nach dem ersten Halbjahr musste man ein neues Wahlfach halt wählen. Allerdings wollte ich wieder in Rockmusik und ich habe es Gott sei Dank geschafft, auch ein zweites Halbjahr wieder in Rockmusik tätig zu sein und dann halt wieder da ein bisschen auf eine Pauke zu hauen, wa? Also ich rede jetzt wirklich von den Fächern, die ich wirklich sehr, sehr gemocht habe. Die anderen Fächer, ja, musste man durch oder es ging halt. Hin und wieder war Mathe auch noch ganz okay, bis dann halt so diverse Themen kamen, wo man hätte getrost drauf verzichten können. Ein Hassfach. Ich glaube, das war Chemie. Ich war nie so der Freund irgendwie von materieller Zusammenführung, sei es flüssig, gasförmig oder sonst was, was dann irgendwie so einen kleinen Puff hervorruft oder eine Flamme oder so, war ich nie so der Freund von. Nee. Ich wollte gerade zuerst sagen Physik, aber Physik war an sich auch recht okay. Da hatte ich auch mal ein Referat über Chernobyl gehalten und habe eine glatte 1+ dafür bekommen. Also da habe ich mich wirklich reingehängt und das Thema hat mich wirklich sehr interessiert. Und solche Themen interessieren mich auch heute noch. Also wenn solche Dokus oder so kommen oder abends in einem PC sitzt, dann meistens auf dem zweiten Bildschirm, kann es schon mal vorkommen, dass ich dann ja irgendwie eine Doku über Chernobyl oder sonstige historische Momente irgendwie irgendwas anschaue oder so. Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, sowas kommt schon vor, ja. Dass man da sich ein bisschen mal bildet und halt guckt, was war vor mir so am Start. Oh Gott, ich laber schon wieder zu viel, Mann. Wir haben schon 8 Minuten rum, ich habe nicht mal die erste ja abgefertigt, sag ich mal. Tut mir leid, aber wie gesagt, es kommen weitere Folgen, da wird der Rest natürlich auch noch weiter behandelt. So wie ihr da ja im Hintergrund, wollte ich gerade sagen, aber wie ihr da im Video seht, bin ich ja noch weiter da am Haus rumfriemeln und so weiter und habe mir noch ein paar Gedanken gemacht für so eine größere Terrasse, die man jetzt vorne sieht, die so abgerundet ist. Da wollte ich so ein paar Tische hinstellen mit Sonnenschirm und so weiter, halt zum Sitzen und Trinken und so weiter und so fort. Schau mir noch ganz schnell eine ganz kleine Frage. Ich gehe eh gleich in die Endkarte, kann ich eigentlich eh schnasseln bis zum Gehtnichtmehr. Schneefeuer09 schrieb mir auch, und zwar, ich habe nicht viel auf Sims bezogen, befürchte ich, aber mich würde interessieren, ob du Musik beim Erstellen hörst und wenn ja, welche und warum. Ich nehme an, beim Erstellen denke ich mal von meinen Häusern, nehme ich mal an. Das ist eigentlich ja, so situationsgefühlsabhängig irgendwie so. Mal höre ich Haus, mal höre ich halt hier Schrammel, drrr, halt Metalcore und Co. Also die Musikrichtung, was ich ja schon mal erwähnte, die ich ja eigentlich bevorzuge. Ich brauche jetzt nicht unbedingt Musik jetzt beim Hausbau oder so. Es kann auch sein, dass ich mir mal irgendeinen Film irgendwie auf dem zweiten Monitor anmache und den halt nebenbei schaue oder so.
oder halt nur zuhöre oder so. Also da mache ich keine großen Unterschiede oder so. Oder sag jetzt, ich muss jetzt die Musik hören, um jetzt das und das zu bauen. Also das brauche ich nicht. Warst du schon mal auf Festivals oder Konzerten und inspirieren dich diese vielleicht auch stückweise? Konzerten war ich zweimal bei Killswitch Engage hier in Hamburg. Und einmal beim Rockspektakel in Hamburg, wo unter anderem auch Caliban und Co. für diejenigen, die das eventuell Begriffe sind, da aufgetreten sind, halt schon eher so meine Musikrichtung. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal Stopp, sonst laber ich die nächsten 2 Stunden noch und ich glaube nicht, dass ihr euch das antun wollt. Die nächsten Fragen bzw. die weiteren Fragen hier auch von der Schneefeuer 09 werde ich dann in der nächsten Folge weiter beantworten und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Links kommt ihr wie immer zur letzten Folge der aktuellen Let's Build Serie. Rechts kommt ihr zur letzten Let's Build Serie von Modern Snake war das, genau. Schaut gerne mal vorbei, falls ihr es noch nicht gesehen habt, und lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Leute, bleibt ihr sauber, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.